Hallo WPU, willkommen bei einem kleinen Gandhi-Sunday-Schießen mit den Neuerscheinungen und Alterscheinungen mit Waffen, die neu rausgekommen sind, aber auch schon ein bisschen älter sind und bei uns im Langzeittest sind, im WPU-Langzeittest. Es geht hier um so einen kleinen Durchschlagtest, da zeige ich euch gleich, worum es geht. Hier die Glock 19, bestückt mit Stahl-BBs. Dann haben wir, die hat so um die 2,6 Joule. Dann haben wir die neue Sig Sauer in der Diablo-Version. Die schieße ich mit den RWS Hypermax Zinn. Sie liegt auch bei so 2,6 Joule. Dann steigern wir uns mit dem Schofield. Schöne Waffe. Und den Field Target Trophy Green auf 4,2 bis 4,5 Joule. Dann die altbewährte GSG CP1M. Auch sehr schöne sportliche Waffe. Bestückt mit den H&N Hornet. Ich schieße ohne Magazin, ich mag Einzellader. Dann kommt die neue Trebox dran, UX Omax Trebox, auch im Langzeittest bei uns, mit den Stenco Orange Stingern, Plastikmantel geschossen. Und dann kommen wir nochmal, wenn diese Waffen es nicht schaffen sollten, den Test zu bestehen, kommen wir zur altbewährten Gamo Extreme 10 Schuss CO2. Mit 7,5 Joule, wobei die GSG CP1M zwischen 5 und 6 Joule liegt und die Trebox zwischen 6 und 7 Joule. Jetzt zum Ziel, zum Durchschlagsziel, zu den Durchschlagszielen. So, die Durchschlagsziele sind jeweils Partyteller, jeweils zwei Stück, also 6 Stück insgesamt. Dann haben wir hier eine Hundefutterdose. In dieser Hundefutterdose ist eine Spraydose drin. Also alle Waffen ohne diese Pappteller, auf alle diese Waffen schaffen es also, diese Hundefutterdose zumindest einwandig zu durchschlagen. Was dann zwischen den Innenräumen passiert, weiß ich nicht. Deswegen habe ich mal eine Spraydose reingepackt, um zu schauen, ob eine dieser Waffen die 6 Teller durchschlägt und die Hundefutterdose und eventuell auch noch die Spraydose. Okay, lass uns die Spiele beginnen. Auf geht's. Nehme ich als Zielorientierung die kleine Dose hier oben. So, UX Glock 19, Stahl-BB von Umarex. 3-4 Schuss. Oh, die Pfeffer durch. Das hört sich schon mal ganz gut an. Alter Falter, also hier sind sämtliche erste Lage, zweite Lage durchschlagen, dritte Lage durchschlagen und hier, das ist eine frische Dose, sogar noch ein Loch drin, also ein Riss drin. Innen drin nix. Doch, die Kugel, Moment, tatsächlich, hier ist eine Kugel reingegangen. Hier ist tatsächlich ein Stahl-BB reingegangen. Boah. Aber die Dose, später ist heile. Auf zum nächsten. Zur SIG. So, gleiches Prozedere mit der SIG Sauer X5 in der Diablo-Version. RWS Hypermax Zinn. Okay, hat auch gescheppert. Dann schauen wir mal. So, kommen wir zu den ersten Tellern. Durch, durch, durch. So, Dose. Oh. Loch, Loch, Kugel steckt drin. Kein Loch in der Deodose. Aber hier Loch drin. Und wie viele Dias sind drin? Ein RWS Hypermax Zinn. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Alter Falter. Schon ganz ordentlich. Ja, die gehen zumindest einwendig in die Dose rein. Okay. Jetzt kommt der Schofield dran. Mit 4,2, 4,5 Joule. So, nun der Schofield mit den Field Target Trophy Green. 4,2 bis 4,5 Joule. Frische Teller sind geladen.
Gut. Hört sich auch gut an. Ja, es ist Sommer, CO2-Waffenzeit. So, erste Lage durch. Zweite Lage durch. Man hat es ja auch gehört. Dritte Lage ebenfalls durch. So, und jetzt kommen wir zur Dose. Hey. Guckt euch das an. Trotz der 6 Teller 4 Schüsse durchgegangen. Mal sehen, wie viele Kugeln drin sind. 4 Kugeln. Alter Verwalter. Hier, könnt ihr sehen. 4-mal Schofield. Mein lieber Mann. Durch. Aber die Deodose lebt noch. Ist übrigens was drin noch. Ne? Moment. Ganz neu. Gleich geht's weiter. So, weiter geht's mit der GSG CP1M und den H&N Hornet. Schauen wir mal. 5,2 bis 6 Joule. Ah, das war's. Das war's. So, klarer Fall, ein Schuss, ein Treffer, erste Lage durch, zweite Lage durch, dritte Lage durch. Jetzt kommt die Dose, klarer Fall, ein Schuss und hier Deodose, also hier nochmal ein Schuss, hab's nicht vor der Kamera gehalten. Und dann hier die Deodose, aber die Deodose anscheinend nur einfach. Also mit dem Hornet durchschlägt also die GSG CP1M die Dose zweifach. Aber ich dachte, dass die Teller ein bisschen mehr bremsen. Alter Falter. Gut. So, jetzt bin ich mal gemein. Bei der Trevox mit den Plastikmantelgeschossen erhöhe ich jetzt auf jeweils 3 Teller. Also 9 Teller. Dann wieder eine nagelneue Hundefutterdose. Und in diese Hundefutterdose kommt auch noch eine kleine Gemüsedose rein. So, also nochmal Ersparnis. Und dann nochmal hier eine Deodose. Die Trevox. Mit knapp 7 Joule. Schauen wir mal. So, nun die Trevox. Ein paar Schüsschen mit den Skenko geladen. Orange Stinger. Auf geht's. War ein bisschen zu hoch. Ja! Boah, die Trevox. Die hat Dampf. Die Trevox, die haut alles weg. So, ist klar, die Teller sind durchschlagen. Die erste Partie durchschlagen. Die zweite Partie durchschlagen. Dritte Partie durchschlagen. Immer jeweils 3 Teller. Ja, der Trevox habe ich es nicht leicht gemacht. So, dann kommen wir mal zu den Dosen selber. Das war der erste Schuss. Ich weiß auch warum. Dass der erste Schuss war, der obere Schuss, weil der wohl dann die Dings nicht getroffen hatte. Die Axt, das Axtding. Axt-Deo-Spray. Ja, ich hatte kein billiges mehr da. Muss ich mal etwas teures nehmen. Man möge mir verzeihen. Weil der zweite Schuss hat nämlich die Dings getroffen, weil die Axtdose hier unten getroffen worden ist und auch gelocht worden ist. Aber wie schon gesagt, nur einwandig, hat aber gereicht. Allerdings muss ich natürlich dazu sagen, die Trevox hat so einen Bums, haut hier durch die große Dose durch, also quasi ja durch und muss dann hier irgendwo in die kleine Dose. Ah ja, hier ist das Loch in der kleinen Dose, also hier unten der erste Durchschlag. Dann hier in der kleinen Dose, der auch die Deodose war, nochmal durchschlagen, also im Grunde zweifach durchschlagen und dann nochmal dreifach durchschlagen. Jo, die Trevox. Alarm. Super Geschichte. Ja, ja, ich höre es auch. Hier ist auch die Kugel. Die Kugel ist gerade runtergefallen.
Plastikmantel verabschiedet sich meistens. Aber hier könnt ihr sehen, ja, da ist das Ding mordsmäßig. Super. So, ja, das mit der Garmo kann ich mir dann sparen. Gut, das war also mordsmäßig. Hier die Waffe, obwohl die Kugel gebremst wurde, die UX-19, auch gelocht, die Dose gelocht. Ebenfalls die Sig Sauer, ebenfalls der Schofield. Ja, und dann kamen schon die Hammergeschichten hier mit der GSG CP1M und hier mit der Drehbox. Ja, der Abzug ist ein bisschen ja, problematisch. Ich werde es auch im Einschießbock nächste Tage schießen. Mal sehen, wie die Präzision ist. Ich denke mal, dass wir es hinkriegen. Ja, war doch ganz spaßig. Sowas mache ich mal ganz gerne in meiner Freizeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Grüße alle User und viel Grüße an die unterstützende Firma Teutenberg. Und bis dahin, euer Nobby. Tschüdelö.